versteht man in politischen Zusammenhängen entweder eine zu Kontroversen führende soziale Differenzierung oder eine Verstärkung von Meinungsunterschieden. Oft ist beides miteinander verbunden.
entweder eine zu Kontroversen führende soziale Differenzierung oder eine Verstärkung von Meinungsunterschieden. Oft ist beides miteinander verbunden.
zu Bosetti reden. Solltet ihr es verpasst haben, ich habe mitgemacht, ist eine öffentliche Liste im Internet, eine Art Online-Pranger, könnte man sagen, die es seit ein paar Monaten gibt. Eine Auflistung von über 1000 Personen, denen gemein ist, dass sie sich in irgendeiner Form für Vernunft und Vorsicht in der Corona-Pandemie aussprechen. In der vergangenen Woche sind beim größten Antiterror-Einsatz der deutschen Geschichte 25 Klimaaktivisten festgenommen worden. Sie hatten offenbar den gewaltsamen Dienst in Deutschland, so gut Abgeordnete als Geiseln nehmen zu können. Das stimmt, wie uns da nicht mitgemeint gefühlt hat. Und Überraschung, jetzt soll es das Gesetz doch in rein männlicher Form geben. Offenbar haben die Herren das gedacht, was sie bei Frauen so absurd finden. Stellt euch vor, als Linksterrorismus und den menschengemachten Klimawandel als Weltverschwörung hat einfach nicht mehr so viele Kapazitäten für die Grund. Schön. Eigentlich ist Gender nicht mehr als der Versuch zu sagen, was man meint. Aber so ist eben mal die Welt. Aus einer Rentnerrevolte soll der größte Antiterror-Einsatz in der BRD-Geschichte gewesen sein. Dabei wurden auf 25 Mal das Rad aufgeschlagen. Friedrich Merz. Aber niemand sagt, dass wir nur dieses eine Problem lösen wollen. Wir wollen auch dieses. Mir nicht den gleichen Horror aus wie LKWs, die in Weihnachtsmärkte brettern und auf Raumschwanz sind niedergestochene Kinder. Warum läuft eigentlich so?
Thema gleich auskennt, so war Social Media. Über Liebe. Über die Zukunft und wie die aussehen soll, also wie weiter angesprochen werden. Es müssen einfach die Leute sich wieder treffen und nicht immer Termine. Über die Natur, auf jeden Fall, über das Klima. Die Zukunft meiner Seele. Die Zukunft meines Kindes. Über das Tanzen. Absagen. Man muss einfach miteinander gesprochen werden. Es müssen einfach die Leute sich wieder treffen und nicht immer Termine. Über Gefühle. Mich selber verhalten kann. Ein riesengroßes Thema ist für mich die gesunde Ernährung. Über Ängste und Gefühle. Darüber. Der Krieg. Meine sprachliche Richtigkeit. Es sollte generell sagen, über das Thema Gleichberechtigung. Zeitdruck. Unsicherheit. Zeitdruck. Ich glaube, das ist das Einzige, was mir gerade sehr gut Zeitdruck. Zeitdruck. Unter dem Vorwand von Umweltschutz, die Anwälte stellen. Klimaschutz. Positive Dinge. Unsicherheit. Thank you.
Fleisch oder Vegetarier? Geimpft oder nicht geimpft? Waffenlieferung, ja oder nein? Lakritz, lecker oder Igittigitt? Vegan? Hochköstler? Hochköstler? Makrobiotika? Pesketarier? Flexitarier? Veganer? Frutarier? Veganer? Hochköstler? Makrobiotika? Pesketarier? Flexitarier? Veganer? Frutarier? Veganer? Hochköstler? Hochköstler? Makrobiotika? Pesketarier? Flexitarier? Veganer? Frutarier? Veganer? Hochköstler, Hochköstler, Makrobiotika, Pesketarier, Flexitarier, Veganer, Fetarier, Veganer, Veganer, Fetarier, Veganer, Flexitarier, Flexitarier, Makrobiotika.
are you not available? Beziehung und Kommunikation. Das ist der Klassiker in meiner Arbeit mit Paaren. Und auch das Thema, zu dem ich die mit Abstand meisten Fragen bekomme. Die meisten Beziehungen sterben nämlich nach meiner Meinung nicht an mangelnder Liebe. Sie sterben an einem Mangel oder an den Schwierigkeiten der Kommunikation. Irgendwann, da beißt die Maus keinen Faden ab, müssen wir also den angestauten Ärger, den Frust und die Enttäuschung doch ansprechen, auch wenn es anstrengend ist. Es rächt sich in jedem Falle, wenn wir warten, bis sich zwischen uns die Problemmüllsäcke des Lebens auftürmen. Das Dilemma der Kommunikation. Thank you.
Thank you.
Was erwarten Sie von einem guten Gespräch? Neuigkeiten erfahren 74%. Beziehungen festigen 67%. Besser kennenlernen 65%. Verbindung durch Gespräch 64%. Spaß 60%. Sorgen mitteilen 60%. Eigene Ansichten überdenken 51%. Abschalten, entspannen 36%. Bestärkung in Absichten 33%. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton.